And here comes the text for more advanced speakers. Everyone else, feel free to give it a try. Scheibchenweise. Ich habe zwar nicht gewusst, dass Scheibchenweise sein können, aber bitte. Mit Scheibchenweise verwandt ist Salamitaktik, obwohl auch nicht geklärt ist, ob Salami wirklich Taktik haben können. Der Sinn von Scheibchenweise hängt vom Aufhören ab. Sagt man etwa, er ist scheibchenweise, was praktisch nicht vorkommt, so müsste man annehmen, dass er weise wie ein Scheibchen ist. Sagt man aber, es wurde ihm scheibchenweise beigebracht, dass scheibchenweise nichts mit Weise zu tun hat, so kann er daraus die Weisheit entnehmen, dass eben scheibchenweise nichts mit scheibchenweise im Sinn hat. Bei bekannter Weise ist das schon schwieriger. Die bekannte Weisheit gibt es nicht. Obwohl es vielleicht weise Bekannte gibt, die weise sein könnten, wenn sie nicht bekannt und viel zu jung wären. Darin liegt der Hund begraben. Bekannterweise sind Bekannte bekannterweise selten weise. Da hat das Scheibchenweise noch mehr Chancen, obwohl die Scheibchen auch nicht mehr das sind, was sie bekannterweise einmal waren. If you didn't get this, don't worry. I had to read over it at least twice too. So feel free to watch this video over and over again until you understand it. I hope you enjoyed it, nevertheless.